Silbern glitzert das Wasser. Sanft wogen die Wellen. Florida Island, ein Ort wie eine Verheißung. In ihren Einbäumen fahren die Fischer hinaus in die Lagune. Die Männer jagen so wie vor Hunderten von Jahren. Doch um sie herum hat sich alles verändert. Wir Fischer sind nicht mehr so richtig glücklich. Das Wetter ist vollkommen unvorhersehbar geworden. Früher konnten wir genau sagen, es gibt Regen, es gibt Wind, es gab ja die Jahreszeiten. Aber jetzt ist alles anders. Die Salomonen, nur einen Steinwurf entfernt von gestern und heute, der Datumsgrenze. Ein Paradies in den unendlichen Weiten des Südpazifiks. Patrick Zara und seine Leute werfen die Netze aus, aber Fische zappeln darin immer seltener. Genau hier am Ende der Welt schlägt zu, was die Industriestaaten in Gang gesetzt haben, der Klimawandel. Eine einzigartige Unterwasserwelt droht zu verschwinden. Hier lebt sie noch, aber dieser Teil der Koralle ist schon abgestorben. Wenn die Koralle stirbt, macht uns das Angst. Denn nur wo die Korallen sind, laichen die Fische. Und von den Fischen hängt unser Überleben ab. Am Palmenstrand ein Kreuzfahrtschiff, auf Grund gelaufen und vom Sturm gebeutelt. Das Meer hat gewaltige Kräfte und es kommt näher, Jahr für Jahr. Wo die Familien heute ihre Fische grillen, türmen sich vielleicht bald Wellen auf. Klimaforscher glauben, um fast einen Meter könnte der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts steigen. Viele Inseln im Pazifik drohen für immer in den Fluten unterzugehen. Wir leben sehr nah am Wasser. Im Moment ist dies hier der beste Ort für uns Fischer. Aber wenn das Wasser höher steigt, dann gehen unsere Häuser drauf und wir sind auch irgendwann dran. Und genau das fürchten wir für die Zukunft. Der Klimawandel verändert die Salomonen. Und wer verstehen will, wie stark, muss auf die Hauptinsel Guadalcanal. Am Krankenhaus von Honiara, der Hauptstadt, ein verzweifelter Klinikdirektor. Das Meerwasser frisst sich ins Land. Gerade ist wieder ein Stück Insel abgebrochen. Wo jetzt die Wellen brannten, lag früher ein Fußballplatz, sagt Rooney Jagili. Überall standen Kokospalmen. Als ich ein junger Arzt war, haben wir da drüben Pause gemacht mit einer Tasse Kaffee. Jetzt hat das Meer alles verschluckt. Wir machen uns Sorgen und gleichzeitig fühle ich mich völlig hilflos. Diese Kräfte können wir alleine einfach nicht bändigen. Wir stehen zusammen, singt der Chor, bei Sonne und Regen. Dabei fühlen sich die Salomone alleingelassen mit dem Klimawandel. Sie baden aus, was andere verschuldet haben. Die Industriestaaten Europas, Amerika und China. Plötzlich kommen neue Krankheiten, zum Beispiel Denguefieber. Nie zuvor hat es auf den Salomonen einen solchen Ausbruch gegeben. Jetzt, innerhalb eines Jahres, gleich zweimal, mit tausenden Fällen und zig Toten. Wenn es so weitergeht und auf der Welt nichts passiert, dann wird es für unseren Inselstaat verdammt schwer, sagt Jagili. Bei eurem nächsten Besuch liegt das Krankenhaus vielleicht irgendwo in den Fluten. Und uns findet ihr da oben, in den Bergen. Galgenhumor haben die Menschen hier. Die Salomonen gehören zu den ärmsten Ländern im Pazifik. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 3 Euro am Tag. Auf dem Wochenmarkt von Honiara, die Preise für Fisch, Obst und Gemüse steigen ähnlich deutlich wie der Meeresspiegel. Allein in den letzten 2 bis 3 Monaten hat sich so viel getan bei den Preisen. Alles verändert sich. Wegen dem Wetter. Wie George Kenny leben viele auf den Salomonen als Bauern oder Fischer, den Launen des Wetters vollkommen ausgeliefert. Im Juni und Juli hat es fast durchgehend geregnet. Die ganze Insel war betroffen. Und dann die sengende Sonne, erzählt George Kenny,
Was hier bisher gut gewachsen ist, hält dem Wetter nicht mehr stand. Jetzt kommen die Schädlinge, die die ganze Ernte zerstören. Und die Gurken werden gelb. Auf dem Markt kann ich die nicht mehr verkaufen. Britische Forscher warnen, ganze Inselvölker werden vor den Wellen fliehen, vor Regenstürmen und extremer Dürre, bis zu 75 Millionen Menschen. Ein Mann von der Insel Kiribati hat soeben in Neuseeland Asyl beantragt. Vielleicht wird er schon bald als weltweit erster Klimaflüchtling anerkannt. Die reicheren Malediven planen, einfach neues Staatsgebiet zu kaufen, in Afrika oder Asien. Und auch auf den Salomonen musste schon ein ganzes Dorf höher ziehen. Ich bin traurig. Wenn das Meer irgendwann ansteigt, dann fallen hier vielleicht alle Bäume um. Der Strand verschwindet. Die Menschen werden kein Zuhause mehr haben, denn auch weiter drinnen im Land sind ja schon so viele Leute. Unaufhörlich peitscht der Wind die Wellen gegen den Strand. Eine Welt wie aus dem Bilderbuch droht zu versinken. Langsam, doch unaufhaltsam. So bleibt ihnen nur eines: diesen Anblick zu genießen, solange es ihn noch gibt.